Seit November 2014 hat die GWG Linz eine kinderfreundliche Hausordnung. Diese Ergänzung zu der bestehenden Hausordnung wurde in allen GWG-Häusern angebracht. Sie soll die unterschiedlichen Generationen zu mehr gegenseitigem Verständnis auffordern. Also Hausordnung kennt er viel hassen. Es kennt er hassen, dass man das Stirnhaus und so sauber halten soll und dass jetzt Kinder jetzt auch noch im Hof was machen dürfen und noch viele jetzt was aufstehen dürfen, zum Beispiel Zelt hinstellen dürfen oder so, das verstehe ich unter Hausordnung. In der Hausordnung werden den jüngsten Bewohnerinnen von GWG-Wohnhäusern klare Rechte zugesprochen. Den Kindern wird ausdrücklich erlaubt, Freiräume in den Wohnanlagen zu nutzen. Kinder dürfen demnach nicht nur auf Spielplätzen, sondern auch im Hof, vor der Haustüre, auf der Wiese, am freien Wäscheplatz und auf den Wegen in der Wohnanlage spielen. Weil wenn jetzt die Nachbarn sagen, die Kinder, also ich will nicht, dass die Kinder das und das jetzt machen, und dann dürfen ja die Kinder generell fast gar nichts mehr machen. Und ja, also die Hausordnung ist auch gut für die Kinder, und dass sie einmal was machen dürfen und nicht immer nur im Hof nur zum Beispiel Karten spielen können oder so. Jetzt, ja. Die Kinder und ihre Eltern werden in der Hausordnung aber auch angehalten, Rücksicht auf ruhebedürftige Menschen zu nehmen und deren Bedürfnisse anzuerkennen. Also ich finde kinderfreundliche Hausordnungen toll. Es ist schade, dass wir so etwas brauchen, weil ich finde, Kinder sollten Rechte haben. Sie sollen sich bewegen dürfen, auch in der Wohnung. Natürlich gehören auch die Pflichten dazu. Fußball spielen in der Wohnung würde ich zum Beispiel jetzt eher unpassend finden, aber auch, dass man auf das andere schaut. Aber ich finde kinderfreundliche Hausordnung super und ich denke, es ist ganz toll, dass die GWG da eine Vorreiterrolle einnimmt im Hinblick auf Hausordnungen, die für Kinder passend sind. Für die kinderfreundliche Hausordnung erhielt die GWG im Jahr 2015 den Kinderschutzpreis Liberto. In der Begründung der Jury heißt es: Mit der neuen kinderfreundlichen Hausordnung nimmt die GWG eine Vorrangstellung in Österreich ein. Ein kinder- und familienfreundliches Wohnumfeld bedarf nicht nur einer Infrastruktur wie etwa Spielplätze und Freiräume, sondern benötigt auch ein Regelwerk, das den Kindern klare Rechte einräumt. Die GWG Linz nimmt mit dieser besonderen Hausordnung eine Vorbildstellung in Österreich ein.